Okay, dann heißt es weiter, oder sagst du, natürlich, denn die Wahrheit kann nur in harten Worten gesagt werden, weil Diplomatie reine Lüge wäre und alles bagatellisieren würde. Ja, das sehe ich ja so. Ja, mir kam, früher war die Ausdrucksweise so 17. bis 18. Jahrhundert oder so noch immer viel, viel höflicher. Aber in Wirklichkeit haben die sich gegenseitig vergiftet und am Hofe und all diese Ja, Dinge. mit dem, dass die Evolution kam, ist, die Industrie-Evolution kam, ist, hat sich alles angefangen zu ändern. Ja. Da, Es auch in der Sprache. ja. Bis heute, es geht weiter so. Es ist nicht nur die Sprache geändert worden, es ist auch das Verhalten geändert worden vom Mensch, seine Einstellungen und so weiter und so fort. Sein allgemeines Wissen, das ist Bach abgeht, oder? Das Verständnis für die Mitmenschen, das Verständnis für die Natur, für die Lebensformen rundum, für Tiere und so weiter. Das ist alles Bach abgegangen. Ich weiss noch zu meiner Zeit als kleiner Bub, wenn man acht gehabt, dass ja kein Tier verletzt worden ist. Heute, da wären sie in Wagen gepfercht und in die Metzgerei gebracht und so weiter und so fort. Es wird ja keine Acht mehr darauf geben. Es ist nur noch etwas, was man braucht und Geld macht damit. Es geht nur noch um den Gewinn. Es geht nicht mehr ums Lernen von der Natur und das Leben mit der Natur und so weiter und so fort. Das ist alles vorbei, vergessen. Das ist alles Bach abgehängt. Die zunehmende Verstädterung trägt natürlich auch sehr dazu bei, ne? Das ist ja kaum Ja, das Natur. ist eine zwangsläufige, verstädterische, zwangsläufige Folge von der Überbevölkerung. Ja. Ja, natürlich. Kannst es nicht ändern. Ja. Was ich sagen. Natur wird kaputt gemacht. Ja. Jeder freie Platz geht zur Sau, wird eine Straße bauen, wird Flugplatz bauen, wird eine Fabrik bauen, wird ein Haus bauen oder so, Sportplatz oder sonst irgendetwas. Aber man lässt der Natur keinen Platz mehr. Die knallt man einfach ab. Heißt ja, die sind gefährlich für den Menschen. Die muss man ausrotten oder weiß ich was, oder? Ja, auch immer wieder neue Neubaugebiete oder Ja. hier wird ein Haus, auch hier in der Umgebung, ja, Ja. da wird ein Haus Tiere gebaut, haben da keinen wird. Platz mehr, weil Tiere haben keinen Platz mehr. Ja. Auch die Wildpflanzen haben keinen Platz mehr. Ganze Lebensformen haben keinen Platz mehr, wo außerhalb vom Mensch sind. Ja. Mit den Gewässern ist es genau gleich. Was Gewässer werden zur Sau gemacht? Ja, das wird das ist das Schlimmste im Grunde, Ja. weil Wasser ist nun wirklich das Ja. Wichtigste Ja, und wenn du zum denkst, Leben. wir haben etwa das Dreifache von dem, was auf der Oberfläche ist, Wasser in der Erde drin. Etwas Dreifache. Von dem, was oberhalb ist, auf die ganze Welt verteilt. Auf den ganzen Planeten. Wie? Etwas Dreifache von dem, was oben drin ist, ist in der Erde drin. Also auch von den Ozeanen und Ja. so. Also die, was wir sozusagen als Wasserreservoire Ja, oder ja, Volumen ja. bezeichnen würden, ist das Dreifache ist noch mal in der Ja, Erde ja. drinne. Wow. Ja, unter der Sahara wird es ja auch noch Ja, sehr, sehr viel richtig. Wasser. Richtig. Das ist ein Teil davon, Ja. ne? Ah ja. Okay. Ja, das ist ja im Grunde gut, ne? Ja, Dass natürlich, diese sowieso. Wasserreserven da sind. Aber es wird je länger, je mehr alles vergiftet, was in der Erde drin ist. Durch das, was umgebracht wird für Landwirtschaft, von den Grossgärtnereien, Kleingärtnereien, von Privaten, wo einfach Gift gegen Insekten und alles mögliche. Werden Ja. einfach Gift gebraucht und umgebracht. Ja, die Und Grundwasser. Kunstdünger ist
ist in der Regel vielfach auch Gift. Aber ja, auf jeden Fall. Ja. Die Grundwasserspiegel sinken ja in vielen Gebieten. Ja, nur haben wir eben weiter unten gleich noch Wasser. Und das abher kommen es halt nicht. Ja, eigentlich zum Glück, sonst würde würde das auch noch ausgebeutet werden. Ja. Ja. Aber es wäre für die Zukunft, ist es eine Reserve. Ja, aber ein Mensch kann es nicht brauchen, weil es tief unten ist. So tief. Ja. Mhm. Aber für einen Planeten wahrscheinlich gut, dass es da ist. Ne? Richtig. Ja. Als Wasser ist ja Leben, ohne. Das Wasser ist nicht einfach Wasser. Wasser ist auch, hat auch, wie soll ich sagen, die Aufgabe von Dämpfung. Mhm. Weißt du, was der Planet tut dämpfen, was ihn tut ausgleichen, seine Schwingungen tut ausgleichen und so weiter. Von dem hat die Wissenschaft erklärt. Ja, na, ich verstehe schon. Auch auf feinstofflicher Ebene ist Wasser für einen Planeten unendlich kostbar. Das ist, wenn man nach. Dass der Planet überhaupt stabil ist. Das hängt vielfach eben nur vom Wasser ab, von der Dämpfung, weil das einen Ausgleich schaffen tut, auf die Schwingungen. Mhm. Oder? Ja, auch für Rotation und Ähnliches sicherlich. Aber das denkt nicht einmal die Wissenschaft. Ja, wenn es nur so ein runzliger Stein wäre, der würde viel mehr eiern und Schwingungen unterliegen und nicht so stabil sich drehen. Ja. Kurz nochmal zur Diplomatie. Weil da ging mir am Anfang auch so, dass ich da, als ich so Semiaseblöcke las, ich dachte, ja, das ist schon wahr, aber warum muss er das so hart sagen? Wie wolltest du es so sagen? So, ja. Es ist notwendig. Um Brei umschleichen, oder was? Um die Worte umschleichen. Das sagen, was wirklich ist. So wie es die Regierung macht. Einfach alles auf die Seite schieben und nur ein Teil davon, das, was noch angenommen werden kann, wo man nicht muss darüber nachdenken muss. Jetzt empfinde ich es auch sogar als erfrischend im Vergleich zu dieser unterschwelligen Unehrlichkeit in Zeitungen, Medien generell. Mhm. Das ist schon okay, aber für uns halt sehr gewöhnungsbedürftig. Ne? Das ist gewöhnungsbedürftig. Weil ich das überhaupt nicht kenne, dass jemand die Wahrheit so direkt Das darfst du nicht machen. In vielen Sachen musst du einfach das Maul behalten. Ja, genau. Oder? Das ist es halt. Weil manchmal, wenn du da dann die Wahrheit sagst, dann kannst du auch schnell Ärger bekommen. Ja, Ärger ging noch. Ja, Herr Ärger ging noch, ich weiß. holen schnell die Bleispritze raus. Ja. Aber Diplomatie ist im Grunde ein Verschleiern der Wahrheit oft schon wieder. Ja, das ist es doch. Das ist das, was Diplomatie ist. Ja. Diplomatie ist ein Werk, wo du lernst lügen. Ja. Das ist Diplomatie. Ja. Yes. Gut. Das nächste war, dass Semyase sagt dann im 23. Satz im 5. Kontaktbrief, doch die Wahrheit kann nur verbreitet werden durch Härte, genauso wie Frieden nur durch nackte, gewaltsame Gewaltlosigkeit erzwungen werden kann. Richtig.
gewaltsame Gewaltlosigkeit. Kannst du das, das bitte ist, erklären? Ja, das ist das Wort. Und wenn du das Wort sagst, dann wendest du beim anderen Gewalt an. Aber die Gewalt, die ist gewaltlos. Also wenn ich du, die Wahrheit wenn sage. Du einem anderen Wort sagst, dann ist das für ihn Gewalt. Er schaut das als Gewalt an. Als ungerecht. Als Angriff und weiss sich was. Es ist aber gewaltlos. Das ist gewaltsame Gewaltlosigkeit. Es bezieht sich nicht auf eine Waffe, auf eine Waffe, die hergestellt wird, die du brauchen in der Hand. Das ist die Waffe, dein Reden. Und mit dem tust du, wenn du die Wahrheit sagst, tust du Gewalt ausüben. Weil der andere das als Gewalt, als Angriff erleben tut oder definieren tut. Es ist aber Gewaltlosigkeit. Ja. Weißt du, wie das geht? Da ist der Mensch, der hört. Der findet das, was der da einer sagt, als Gewalt. Weil er die Worte sagt. Die Worte ist immer Gewalt für den Mensch. Für ihn ist es aber Gewaltlosigkeit. Er redet, er will keine Waffe. Er will reden. Ja. Und reden ist gewaltlos. Ja. Das Reden ist gewaltlos. Wenn du gewaltsame Gewaltlosigkeit ist das Reden. Weil Wort, wenn du sagst, beim anderen als bös, als angriffig oder weiss ich was, also als Gewalt. Angriffig ist ja Gewalt. Oder? Ja. Das ist ja. Gewalt. Ja. Das ist immer so bei jedem Menschen so, wo so reagiert, dass er eben das als Angriff definieren tut, wenn du ihm die Worte sagst. Du hast ja eine Gewalt anwenden. Es ist eine Gewaltlosigkeit, die du anwenden tust. Du, dein Wort, oder? Das ist gewaltlos, oder? Beim anderen ist es aber Angriffigkeit, Gewalt. Das ist gewaltsame Gewaltlosigkeit. Wer empfindet das als Gewalt? Als Gewalt. Als böse, als angriffig. Als Angriff. Er muss nicht unbedingt das Wort Gewalt ins Maul nehmen. Es langt, wenn er sagt, es ist angriffig. Ja. Yeah. Und angriffig ist immer Gewalt. Ja. Yeah. So wie der Lieblingsspruch der Sektierer, wenn man halt sagt, dass das fehlerhafte Lehren sind, ja, dann sagen sie, ich fühle mich in meinen religiösen Gefühlen verletzt. Mit dem anderen Begriff Angriffigkeit. Angriffigkeit ist immer Gewalt. Ja. Ja. Und du redest ja nur, du gibst dein Wort frei und das ist gewaltlos. Das hat das. Es beinhaltet einfach das, was du sagen tust, was den Worten entspricht, was auf der anderen Seite als Angriff, als Gewalt angeschaut wird. Und dem sagt man gewaltsame Gewaltlosigkeit. Du bist der Erste, der überhaupt kommt fragen, was ist das? Wirklich? Ja. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das im Grunde, weil sie spricht ja auch von Härte, die Wahrheit zu sagen. Ja. Ja.
Aber das führt natürlich, jemand, der in der Lüge lebt, ist das natürlich dann hart. Ja, das richtig. War ja auch ein harter Weg für mich hierher. Es war ja nicht Jubel, ja. Trubel, Heiterkeit. Ja, und du bist wirklich der erste Mensch, der über das reden tut. Der erste Mensch, der mich fragt. Ja, einer muss ja der Erste sein. Ja, wenn du denkst, das geht schon. Ein halbes Jahrhundert ist es bald her. Ja, ja. Nein, das ist nicht 87 Jahre. Ja, aber das war ja dann noch nicht offiziell. Die Mission hat ja vor einem halben Jahrhundert. Das ist in der Schule schon offiziell gesehen. So, ja, da hast du ja auch schon angeeckt. Ich habe zusammen Gewaltlosigkeit, okay. Die Lehrer haben gefragt, verstehe. Was ich da darunter verstehe. Ja. Ja. Es ist halt häufig, dass die Leute dann, auch wenn ich da jetzt nachfrage, dann wirklich dumm. Weißt? Mhm. Also wenn ich beim Kind was frage, weil beim Kind irgendwas sagt, dann würden andere das oft als, der Lehrer versteht nicht mal das Kind. So, ne? Als ob er dann dumm wäre. Aber manchmal sagen also, Kinder wirklich Weisheiten. Das hat ja nichts mit Dummheit zu tun. Na, so eigentlich eher gut zu fragen. Ja. Ne, um dem auf den Grund zu gehen. Ja. Ja. Aber es geht halt immer nur ums Gehorche. Mhm. Gehorsam und dadurch fragt kaum einer was. Gehorsam ist halt ein Zwang. Ja. Ja, du wirst sofort gezwungen. Also, ja. Sei still, setz dich hin, sei still. Und das ist ein Zwang. Ja. Warum kann man nicht sagen, kannst du ruhig sein? Kannst du nicht ruhig sein? Oder? Ja. Meinst du nicht, es sei besser, man ist ruhig? Oder machen irgendwie eine andere Redewendung brauchen? Man braucht nicht eine Zwangsredewendung. Ja. Ja, zum einen, wie es gesagt wird, was gesagt wird natürlich auch, aber dass halt auch die Einstellung, dass das Kind sich nicht, muss still sein, es muss still sein. Ja. Und es darf nicht aufstehen, und weil ein Kind hat ja noch einen sehr starken Bewegungsdrang. Mhm. Ne? Und einen halben Tag sitzt das Kind halt dann nur in der Schule auf dem Stuhl, was eigentlich gar nicht gut ist. Ne? Richtig. Ja. Das ist halt so auf dieser Welt, oder, weißt du, da wird die Sache nicht einfach auf den Grund gegangen, es wird einfach darüber weggegangen. Ja. Jetzt fällt mir noch wieder ein. Du hast jetzt gewaltsame Gewaltlosigkeit in Bezug auf Reden. Jetzt fiel mir dazu ein, wenn Gandhi zum Beispiel oder auch bei Martin Luther King, wenn die sozusagen demonstriert habe, sage ich mal, dann war das ja, wurde da großer Wert darauf gelegt, dass es gewaltlos ist, dass sie also nicht zuschlagen oder so. Gerade bei Gandhi war das ja sozusagen sein Hauptmittel sozusagen, dass die Leute eben, dass er nicht zur Gewalt und er gesagt hat, ihr dürft keine Gewalt anwenden. Mhm. Aber sie haben sich ja widersetzt. Ja. Was für mich dann immer schon eine gewisse das fand ich, für mich ist das auch so eine gewaltsame Gewaltlosigkeit. Ja. Sie haben physisch keine Gewalt angewendet, aber sie waren gewaltsam, indem sie sich widersetzt haben. Ja. Sie sollten zur Arbeit gehen, haben es aber dann nicht getan. Ja. Ne? Ja. Oder dann eben boykottiert halt. Ja, oder einfach geweigert oder so schlägt. Könnte man da auch sozusagen dass das Gewalt. Das ist auch eine Form von Gewalt. Wenn man sich etwas widersetzt, wo des Rechtens ist. Des Rechtens sich zu widersetzen, meinst du? Ja. 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 Hm.
Weil es gibt ja eben auch die Querulanten, ne? Die ja, das ist wieder etwas anderes. Ja, ne? Dass das nicht verwechselt wird, deswegen sage ich das. Aber könnte man bei Gandhi zum Beispiel auch davon sprechen, dass seine Methoden waren gewaltsame Gewaltlosigkeit. Ja. Könnte man vergleichen. Ja, das kannst du wirklich vergleichen. Ja, gut. Okay, danke. Überhaupt, da musst du gar nicht so weit gehen auf einige Menschen gehen. Das kannst du bei dir, bei deinem Mitmensch, kannst du das selber feststellen, kannst schauen, kannst es sehen, kannst es erfahren. Ja, ich halte mich schon generell bedeckt, muss ich schon sagen. Das ist einfach. Obwohl, so, gibt so zwei, drei von Kollegen, die ich schon mal so. Da kann ich schon mit denen über dich sprechen oder so. Aber wenn ich merke, sie haben dann keinen Fragen nicht weiter oder mich wirklich Interesse, dann lasse ich es halt. Ich will ja nicht missionieren. Wenn du gefragt wirst und immer vorsichtig, einfach das sagen, was notwendig ist, mehr nicht. Ja. Das solltest du nicht in die Einzelheiten gehen. Ja. In die Einzelheiten kannst du gehen, wenn dich jemand fragt. Ja. Ja. Über das und dieses und jenes, dann kannst du Auskunft geben, so schwierig. Ja. Einfach so. Ja. Laufen lassen, nichts sagen. Nee, der eine hat von mir schon auch so Videos geguckt, mal aus dem Internet und so. Ja, ja, aber nur der eine. Und dann, genau. Interessiert sich so ein bisschen. Ja. Aber generell mache ich es so, dass wenn Leute mich nicht fragen, dann sage ich nichts. Nein, hat der keinen Wert. Ja, genau. So, jetzt erzählt sie im Grunde diese Geschichte von der Sinnflut und auch dem Zerstörer. Und sie sagt, da waren drei Sinnfluten. Einmal vor 10.000 Jahren, dann die letzte vor 3.500 Jahren und dazwischen war wohl noch mal eine. Ja, die erste steht dann bevor wegen der Schneeschmelze, wo es wieder eine Sintflut gibt. Und Sintflut, du weißt, die gibt es hier und da. Je nachdem, wie das Klima sich ändert, gibt es Überschwemmungen. Ja. Und was wir da jetzt das letzte Jahr im Norden von Deutschland hatten, ja, praktisch ganz Europa, ist ja bis in den Süden runtergegangen. Das ist auch eine Art von Sintflut. Nur nicht so hoch, wie andere gewesen sind, zum Beispiel da, wo vom anderen Kant redet ist. Aber es ist auch eine Sintflut. Ja. Da Sintflut kommt entweder von einer Schmelze, von einer Schneeschmelze her, von einer Eisschmelze her oder durch starke Regenfall. Ja, oder weil jetzt so viel Eis anschmilzt. Oder was heute ist, da gibt es Sintfluten dann, wenn man den Damm bricht. Ja. Ja. Da kannst du ruhig, wenn zum Beispiel der Seelsee, der Seelsee den Damm brechen will, dann gibt es eine riesen Sintflut. Da wird ganz Zürich hier sogar eine Kasse. Ja. Schwer. Ja. Ja, aber Sintflut ist halt nicht so, wie das Leute aus der Bibel glauben, dass da die ganze Erde dann ein Ozean ist. So. Das ist gebietsmäßig bedingt. Ja, gebietsmäßige Überschwemmige. Ja. So. Ja. Also der Tsunami 2004 oder wann der war in Südostasien, wo eine. Da kam auch Sintflut in dem Gebiet. Auch Sintflut. Ja. Oder sagen. Ja. Ja. Und jetzt werden wir wieder große Überschwemmige bekommen. Ja. Aufgrund, weil so viel Wasser taut da in Arktis und so weiter. Ja. Und Gletscher. Ja. Ja. Das sind alles Sintfluten. Ja.
Okay, also nicht so. Das Wort Sintflut war für mich immer wie die totale Zerstörung als Kind oder auch als junger Ja, Mensch. es Also, ist eine totale Zerstörung, aber nur aber eben auf gewisse Gebiete schon. lokal halt Ja, oder regional, genau. ja. Aber wenn in China dieser Drei-Flüsse-Damm mal bricht oder so, Dann gibt dann es ja Sintflut. das ist aber eine Sintflut, du, da riesige Wassermengen, die da aufgestaut werden. Ja. Oder brechen sollte. Ich will jetzt nicht, ich weiß ja nicht, ob es passiert oder nicht, aber falls er mal brechen sollte. Ja. Genau, und dann beschreibt sie, spricht sie vom Zerstörer. Dass der im Jahre 22, 55 zurückkehrt und der Erde wieder gefährlich nahe kommt. Die Plejaden haben versucht, dann aber ein bisschen umzuleiten, so, ne? Handen weggeleitet. Ja, aber die Gefahr ist nicht Aber gebannt. nein, der ist wieder auf dem Weg, aber verspätet durch das, dass er eben umgeleitet worden ist, haben die Jahre nicht mehr gestimmt und der hat's, meines Wissens haben sie ihn entdeckt. Dass er wieder auf dem Weg in unser Sonnensystem. Er ist außerhalb vom Sonnensystem. Ja. Und meines Wissens haben sie ihn bereits entdeckt. Ja. Ja, und da ist wahrscheinlich so eine riesige Ellipse, die da irgendwie fliegt, ne? Dann wieder hier um die Sonne und dann wieder weg ins All und dann kommt er irgendwann wieder zurück, Der ist ne? aus dem Sonnensystem rausgegangen. Wie raus und kommt jetzt wieder retour. Ist außerhalb vom Ja. Sonnensystem, ist noch außerhalb vom weit außerhalb vom Sonnensystem, kommt aber wieder auf unser Sonnensystem zu. Was mich wundert ist, im Grunde ist das ja wie ein Planet, der um die Sonne kreist, halt nur auf einem Nein. extremeren Kurs. Und der reist ein Dings reist so um die Sonne herum, also in unserem Sonnensystem. So. Ja. Der ist aber wie jetzt außerhalb vom Sonnensystem geraten. Weit außerhalb Ja. und kehrt jetzt retour in unser Sonnensystem. Und der hat meines Wissens haben sie bereits entdeckt. Ja, aber welche Kraft sorgt dafür, dass der wieder zurückkommt? Das ist seine Bahn. Nicht irgendwie eine Kraft, eine spezielle Kraft, sondern es ist die ellipsische Bahn, wo vorgegeben ist. Ja, deswegen Oder? ist das Wie das das genau Kraftfeld. funktioniert, kann ich dir auch nicht sagen. Ja. Ich weiß nur, es ist eine ellipsische Bahn und die führt wie draussen halb durch. Dann Ja. Sonnensystem, so wie unsere Wissenschaftler sagen, ist es halt eben nicht. Das Sonnensystem, wenn es bis dahin geht, ist Kraft von der Anziehung von der Sonne, oder? Ja. Ja. Aber dann geht es weiter, von dem weiss die Wissenschaft noch nichts, oder ich habe bis jetzt noch nichts gehört. Dann fängt Kraft, die Anziehungskraft oder wie dem würde ich sagen, der Einfluss vom Sonnensystem anwirken außerhalb vom Sonnensystem im freien Weltraum. Dort fängt nämlich erst der freie Weltraum an. Und der hat die elliptische Bahn auf dem, was Sonnensystem verkörpert außendurch auch Anziehungskraft. Ja, es scheint mir auch, wenn für unsere Wissenschaftler oder für das, was wir, dass wir da nicht sehen können, da sind keine Planeten, aber trotzdem, dass da eine Kraft ist, Ja. die sozusagen unser Sonnensystem wie abkapselt. Richtig. So. Und dass das dafür sorge, dass der
wieder zurückkommen muss. Ja, wir sind in der Milchstraße, wir eine Enklave praktisch. Ja. Oder? In der Milchstraße sind wir praktisch eine Enklave. Ja. Aber das Sonnensystem, auch wenn es da hört, ist die Anziehungskraft, ist nur die solare bis zum Äußersten, ist die solare Anziehungskraft, also von der Sonne. Ja. Oder? Und was dann rauskommt, von dem haben sie noch keine Ahnung, bis heute nicht. Dass dort die Anziehungskraft vom Sonnensystem anfängt zu wirken. Ja. Und da hat es dann eine Ellipse, wo, wenn da etwas abgeleitet wird, an der Erde vorbei, dann nachher macht es einfach aussen durch einen weiteren Bogen und kommt aber wieder retour, weil es in der Anziehungskraft von dem System ist. Ja, das ist nicht nur die Kraft der Sonne, sondern von allen Planeten, die sozusagen wie so eine Einheit wirken. Genau. Und da kommt der nicht usse, weil das so eine Kraft ist, dass der... Nein. Der bleibt... Darum macht er eine Ellipse. Ja, und der ist hier eigentlich gefangen in unserem System. Genau. Ja. Und meines Wissens haben sie ihn entdeckt. Ja. Also... Ja, kann ich... Die Welt haben wir heute. Heute haben wir den... 2024. Ja, die haben das sicher schon entdeckt. Ja. Aber du meinst jetzt unsere Wissenschaft? Ne? Ja. Unsere Astronomen. Ja. Weißt du, das kann natürlich, das kann sehr weit gehen, das außerhalb vom Sonnensystem noch wirken. Die Anziehungskraft, wie weit, weiß ich auch nicht. Ja. Genau, und dann sagt sie hier, sie beschreibt es halt. Eine Sekunde, das ist der Wanderplanet. Hier, das war halt hier auf der Erde. Vor 10.079 Jahren geriet dieser Riesenkomet, der durch eine natürliche kosmische Katastrophe entstanden war, sehr nah in den Bereich der Erde und hätte sie beinahe zerstört. Nur das Wissen und Können unserer Vorfahren, also der Plejaden, die hier auf dem Planeten waren, die sich auf der Erde angesiedelt und hier ihre Nachkommen gezeugt hatten, verhüteten das schlimme Ende. Mhm. Kannst du sagen, was da geschehen ist, dass... Die haben den Planeten einfach weggestoßen. Den Kometen oder die Erde? Nein, den Kometen. Den Kometen haben sie abgelenkt. Ja. Ah ja, okay. Enorme Kräfte, die sie da entwickeln müssen. Denn der hat ja fast die Größe der Erde, nicht wahr? Das ist ja ein Riesenkomet. Ja, irgendwie. Also, wie groß das ist, das weiß ich auch nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Das irgendwo hat sie das auch geschrieben. Da kann ich dann nochmal nachschauen, das ist nicht so wichtig. Aber halt sehr, sehr groß. Und dann... ist es hier da beschreibt sie halt diesen sie beschreibt dann das halt mit dem Mond dann nachher auch noch, ne, wie der hierher gekommen ist und mit der Venus. Aber ich will das jetzt nicht so in Detail. Ja, da hast du weiter Lauf, ja, Geschichte mit dem Mond entstanden, das ist aus der Erde raus und weiß ich was. Und ja, nur hier sagt sie halt, hilflos verdammt, um vom Leben dem Tode überantwortet zu werden, starten sie hinaus in den Himmel zu dem riesenhaften Wanderplaneten, der als kosmisches Todesgeschoss heranraste. Und dann habe ich als Notiz mir hier geschrieben,
die wichtigste Aufgabe einer Zivilisation ist, um ihr Leben sichern zu können, einen Planeten verlassen zu können. Mhm. Also. Ja, aber zuerst muss Technik dazu vorhanden sein. Und mit yeah. der Technik, wo der Erdling hängt, können wir ja, da kommen wir nicht mal zum Mond fast. Nee. Ja, die Japaner sind jetzt, glaubt, wenn es mir recht ist, yeah. die haben etwas gemacht. Yeah, aber, sehen, aber ich kann es nicht mehr weiter verfolgen. Aber glaubt, die Japaner sind, glaubt, gelandet oder Chinesen oder wer auch immer. Die Sonde oder was es gesehen yeah. ist, ja. Yeah. Ja, aber um hunderte von Millionen Menschen sozusagen abtransportieren zu können, brauchst du riesige Schiffe. Kilometer große Schiffe brauchst ja. du ja. Wenn du denkst, da sind, der Weltraum, wo er hat, glaube ich, 17 Kilometer Durchmesser. Ja, von den Großraumer, wie du ihn nennst, von der Plejade. Großer Raumer, ja. 17 Kilometer. 17 Kilometer. Durchmesser. Das Durchmesser. Ist ja nicht platt wie eine Scheibe. Das ist ja ein riesiges Objekt. Ja. Ja. Und das ist ja nur das Zentrale. Da sind ja noch drei andere Kugeln dran, die auch mehrere Kilometer Durchmesser haben. Ich frage mich schon lange, wie überhaupt so etwas konstruiert wird. Ja, das ist mir auch. Allein das zu bauen im Weltall. Also. Ja. Auch diese. Das wird nicht im Weltraum bauen. Nein, die können das nicht im Weltraum bauen. Die können das nur im Weltraum zusammensetzen. Ah, okay. Also. Sie bringen dann die einzelnen Teile hoch und dann bauen sie es im Weltraum zusammen. Ja. Ja, okay, das ist natürlich schlau. Was weiß ich halt. Ja. Was mich so ein bisschen wundert, ist, warum es nicht einfach nur eine Kugel ist, weil das sozusagen ja eigentlich keine die stabilste Form wäre. Feine und weiß ich ja. Das ist das. Ja, im Weltraum spielt die das. Keine Rolle, ja, das stimmt. Aber falls halt so könnte man halt sozusagen wie so als Planet wie Camouflage sozusagen also manche Leute würden ach das ist nur ein Planet und hätten kein Interesse das zu untersuchen um sich besser zu tarnen würde ich es immer als eine Kugel bauen weil dann sagen ah das ist nur ein Planet und fliegen dran vorbei so aber das ist mein Gedanke. Aber dann ist es im Grunde aus technischer Sicht für eine Zivilisation das Wichtigste, Frieden zu schaffen, um dann zusammen. Anders geht's nicht. Ja, um diese Technologie zu entwickeln. Mhm. Ne? Das ist eigentlich. Die haben ja Jahre, Millionen haben ja die Krieg gehabt, Jahre. Ja. Ja. Und nachher haben sie da eben die Föderation. Die sind nur durch Verhandlungen, also durchs Mund, durchs Wort, durchs Reden miteinander zustande gekommen. Ja. Und die haben ja leichte Arbeit, ihre Föderation. Ja, die ist ja riesig, was sie machen. Weit über 1000 leichte Jahre. Ja, ja. Weißt du, ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Aber jedenfalls sind es weit über 1000 Lichtjahre. Ja. Allein die Föderation. Stell dir mal das vor. Ja. Gut. Also genau, du sagtest nur, sie haben nur, der Frieden haben sie geschaffen durch Rede im Grunde. Als diese. Wo etwas über 52.000 Jahre her haben sie jetzt Frieden. Und der ist geschaffen worden. Der Ursprung hat die Kugeln gebracht.
Und dann haben die Menschen angefangen zu reden miteinander. Viele haben sich umgebracht. Das war ein Massenselbstmord auf dem ganzen Planeten. Und nachher durch Frieden ist das geschaffen worden. Bei allen zusammen, die involviert waren mit den Plejaren. Und das weit über 1000 Lichtjahre hinweg. Ja. Stell dir mal das vor. Ja. Ja, wenn ich mich richtig entsinne, gehören dieser Föderation 127 Milliarden ungefähr Menschen an. Ja. Also müssen schon viele Planeten, Foxy, ja. Viele. Ja. Ja, aber wie sie diesen Übergang sozusagen von einer kriegerischen Gesellschaft oder Zivilisation zu einer friedlichen Zivilisation. Das ist im Grunde durch Rede. Nur durch Rede. Und auch da müsste es nur durch Rede kommen. Ja. Nicht durch Waffen. Ja. Man kann ja mit Gewalt etwas befrieden, aber im Grunde ist das kein Friede. Das ist kein Friede. Das hast du ja gesagt. Das ist nur eine Besiegung vom anderen Volk, von der anderen Gruppe oder was es immer ist. Ja. Es ist nur eine Besiegung. Es ist kein Friede. Ja. Es ist nur scheinbarer Friede. Ja. Du plädierst ja für so eine Welt. Friedenskampftruppe. Mhm. Hast ja auch ein kleines Pamphlet drüber geschrieben. Ja. Das wäre im Grunde ja schon ein Erzwingen von Frieden, aber nur in dem Sinne, dass sozusagen Kriminelle entwaffnet werden. Ja. Im Grunde genommen geht es ja bei einer Friedenskampftruppe nur um das, dass den anderen die Waffen weggenommen werden, die Waffen vernichtet werden und nie mehr brauchbar werden. Ja. Und wenn das gelungen ist, werden die eigenen Waffen auch eingezogen, verschrottet, vermilzt oder weiss der Teufel. Ja. Es existiert nachher einfach keine Waffen mehr. Ja, also diese Friedenskampftruppe würde nicht ewig existieren, sondern nur... Die nur existieren so lange, bis es notwendig ist. Nachher wird es aufgelöst. Ja. Das ist ein Wandel in den Menschen. Das wird schwer. Ja. Das wird schwer. Also jetzt sowieso nicht, aber auch in ein paar hundert Jahren. Glaube ich. Das ist schon so Teil unserer Mentalität auch. Im Geschichtsunterricht, da redest du nur über Krieg. Ja. Dieser Krieg, dann hörst du auf, und dann begann dieser Krieg. Ja. Was dazwischen war, ist irgendwie sekundär. Anstatt zu erklären, wie haben die ihre Gesellschaft aufgebaut, das lernst du nicht im Geschichtsunterricht. Du lernst nur dann, war der Krieg, dann war der Krieg. Ja. Und die. Ja, vom Alters her. Wenn du Menschheitsgeschichte durchschaust, natürlich, es stimmt nicht alles. Es ist viel erlogen dabei. Wie bei allen Überlieferungen. Ja. Es ist nicht nie die Worte geschrieben worden. Oder genau wie in der Schweiz, wie die Schweiz entstanden ist mit Merli und weiss ich was, da Rütlischwur, der hat es auch nie gegeben, Urischweiz und Unterwalden und weiss ich was, wo da zusammengestanden, wir sind ein einig Volk von Brüdern. Und ja. Man braucht halt eine gute Story am Anfang. Ja, genau. Sonst kannst du es nicht verkaufen, das ist so. Ja. Siehst du, auch die Schweizer Geschichte ist ja von Lügen aufgebaut worden. Mhm.
Aber man muss schon, also ich habe da große Respekt, wie sie es geschafft habe, sich nicht immer wieder in Krieg hineinziehen zu lassen, wie die anderen europäischen Länder. Deutschland, Frankreich, Spanien, Ja, aber das ist Italien. ja, Alle haben sich ständig bekriegt. da nicht unbedingt, oder? Für das hast du ja Söldner, oder? Kreisläufer, wo wir haben, da in der Schweiz, oder? Weißt du, wo da sind die fremden Länder, die einen Krieg führen, oder? Kreisläufer, angestellt von den Franzosen zum Beispiel. Oder? Was wir haben da zu Rom ohne da die Wach AG, oder was es ist, da die, wie heissen die da? Das sind auch Schweizer, wo Ja, nicht Söldner, Schweizer. das ist nicht auf Söldnerdienst Ja, im natürlich. Papst, oder? Ja, die Wachen vom Papst und so Ja, weiter. wie Ja, heißt das schon wieder? ja, das sind halt die, Ja, ich habe nicht. die Garde halt da vom Papst. Ja, Ja, das sind alle also Schweizer. das ist nicht auf Söldnerdienst, Ja, oder? das schon. Und die haben auch Stunk untereinander, die bekriegten und dauernd und haben Ja. da dann schon gemordet und Mord begangen untereinander und dort unten und Ja, eben die Schweizer die Garde, Schweizer Schweizer, Garde, Schweizer Metzgerade, Garde hat ja. er, ja weiß ich. Ja. Ein Papst, seine Schweizer Garde. Ja. Ja, da haben sie vor, was ist das? Es ist noch ein paar, noch nicht so lange her. Ein paar Jahre, da hat es auch in den Mordanschlag gegeben. Ja, einer Eben, von das ihnen hat. ist umgebracht worden, Ja, weil er wahrscheinlich zu viel wusste. Ne? ja. Der sollte aufsteigen und einen Ja. Tag später war er tot. Ja. Und die Frau haben sie, glaube ich, auch noch Ja, umgebracht. so. Das war nicht schön. Eben. Ja, aber das ist ja kein Eben. Krieg in dem, also es ist ja so ein Ja, Krieg hinter den Kulissen. aber das ist Mentalität, wie du Ja, gesagt hast. Das ist natürlich. Mentalität vom Mensch, von dieser Ja, Welt. ja. Morde, 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 Gewalt, Gewalt, Gewalt. Ja, aber es Oder? hat jetzt keinen, so gerade zwischen Deutschland und Frankreich waren große Kriege und das hat sich in der Schweiz haben sie es schon geschafft, hier immer wieder, dass keine großen Ja, Kriege in dem Sinne hier waren. dafür hat Stuck in den Kanton, oder? Ja, aber. Man hat auf die Leute geschossen, einen Aufstand, zum Beispiel in Basel. Der Aufstand von Basel. Da hat man halt einfach Leute da geschossen. Fertig, Ausschluss, oder? Da hat man verstaut das wegen, oder? Ja, es ist nicht, dass alles friedlich in der Schweiz ist. Nein, So ist es nun nein. nicht. Das ist mir schon klar. Nein. Aber diese staatlich organisierten Großkriege, wo jetzt die ganze Schweiz jetzt irgendwie was weiß ich, ein anderes Land losgegangen ist, das hat es ja nicht, also seit Ja, Jahrhunderten auf nicht dem besten gegeben. Weg sind sie wieder dazu. Ja, Wenn jetzt, sich ja, wenn ja. sich ja der EU anschliessen, der Ja. EU-Gesetze übernehmen und so weiter und so fort. Und dann ist schnell Krieg da. Ja, natürlich. Ja. Oder? Ja, sie sind auf einem schlechten Weg. Aber bis die letzten paar hundert Jahre, wenn ich da an die deutsche Geschichte oder auch Frankreich oder Ja, England, logisch. Engländer, überall sind sie hin, haben alles platt Ja, gemacht. Da ist die Schweiz schon ja. zivilisierter, muss ich schon sagen. Aber nicht mehr lang, ne? Wenn sie Nicht so mehr lange. weitermachen. Ja. Wir haben da so eine lustige Leute an der Regierung, Ja. in den Parteien, weißt du, und hauptsächlich die Jungen. Jungen, Ja. wo oben aus, wenn du das Gewölk aus. Ja.